Hallo und herzlich willkommen aus dem Orga-TV-Studio an der Uni Saarbrücken. Ich darf euch ganz herzlich zur ersten Sendung im neuen Jahr begrüßen und freue mich, dass ihr so zahlreich eingeschaltet habt. Thema der heutigen Sendung, der Personalmanagement im Profisport. Dazu haben wir im späteren Verlauf der Sendung noch einen ganz interessanten Studiogast für euch. Aber zuerst einmal ein kleiner Ausblick auf die heutige Sendung. Die verschiedenen Arten der Personalbeschaffung. Personalmanagement bei den Football-Profis der Saarland Hurricanes. Und zu guter Letzt die Personalentwicklung der Fußballer des 1. FC Kaiserslautern. Wie ihr gesehen habt, lohnt es sich heute einzuschalten. Personalakquisition, was ist das eigentlich? Ein Begriff, den man schon oft gehört hat, aber keiner weiß mehr so recht, was man darunter zu verstehen hat. Welche Arten der Personalakquisition es gibt, werdet ihr heute im Verlauf der Sendung kennenlernen und dazu jetzt auch ein kleiner Beitrag für euch. Unter Personalakquisition versteht man vereinfacht Personalbeschaffung. Die gehört zu den elementaren Aufgaben eines Unternehmens. Der Beitrag beschäftigt sich im Folgenden mit den verschiedenen Arten der Personalbeschaffung, speziell mit der externen Beschaffung. Je nachdem, für welches Unternehmen Mitarbeiter gesucht werden, unterscheidet sich auch die Art der Personalbeschaffung. So werden kleinere Tätigkeiten oder sogenannte Studentenjobs oft per Aushang oder Flyer veröffentlicht. Vorteile dieser Personalbeschaffung erklärt uns Günter Becker, Inhaber der Stammkneipe. Die Flyer hänge ich deswegen aus auf der Uni, weil das für mich relativ schnell ist. Es ist ein bequemer Weg, ist es. Und ich denke, es bringt mehr mit, als wie wenn ich jetzt mit hingehen und wir jetzt in der Zeitung ausstelle oder irgendwas anderes. Ein nach wie vor sehr gefragtes Mittel zur Personalbeschaffung sind Stellenanzeigen in Zeitungen. Die Vorzüge dieser Methode, um Mitarbeiter zu finden, erklärt uns Alfred Bedersdorfer von der Saarbrücker Zeitung. Dafür gibt es im Wesentlichen drei Gründe. Ein Grund ist die Aktualität des Mediums Print gegenüber zum Beispiel den Datenleichen in Online-Börsen. Ein zweiter Grund ist das Thema Seriosität, die Seriosität der Zeitung, was die Informationsgewinnung anbelangt. In diesem Umfeld werden Anzeigen natürlich besonders wahrgenommen. Und der dritte Aspekt ist die Qualität der Bewerber. Man stellt fest, dass die Quote, die Erfolgsquote für Einstellungen bei Printanzeigen am höchsten ist. Immer mehr Firmen tendieren heutzutage zur Personalbeschaffung über das Internet. So gibt es spezielle Seiten wie monster.de, die eine Plattform für Stellenanzeigen und Stellengesuche sind. Oder die Firmen annoncieren ihre Stellenangebote auf ihren eigenen Webseiten. So wie Timo Ehl, Geschäftsführer eines Onlineshops. Um neue Mitarbeiter zu akquirieren, benutzen wir unseren stark frequentierten Online-Shop, welcher unter www.212grad.de zu erreichen ist. Für uns die bequemste und einfachste Art und Weise, weil dort sehr viele Kunden als tägliche Besucher vermarktet sind und diese Kunden sich auch mit der Materie direkt auskennen. Wir haben dort ein Newsboard integriert, welches direkt auf der Startseite ersichtlich ist, wo wir solche Anfragen einfach posten können. Das geht innerhalb von einer Minute und hat einen sehr hohen Effekt, weil sich sehr viele Leute darauf melden. Neben den genannten Arten der Beschaffung gibt es natürlich noch viele weitere Möglichkeiten, Mitarbeiter zu finden. So wenden sich Unternehmen beispielsweise an die Arbeitsagentur für Arbeit oder sogenannte Headhunter. Man kann also sagen, es gibt keinen goldenen Weg der Personalbeschaffung. Entscheidend ist nur, dass man den richtigen Mitarbeiter einstellt. Ein höchst interessanter Beitrag, wie ihr gesehen habt. In der Zwischenzeit hat sich schon mal unser Studiogast zu uns ins Studio gesellt. Ich darf bei mir im Studio begrüßen Thorsten Reif, Geschäftsführer der Saarland Hurricanes. Hallo Thorsten. Hallo Matthias. Thorsten, vorab mal vielleicht für unsere Zuschauer eine kleine Einführung so zu deiner Person, damit die Leute sich ein Bild von dir machen können, wen wir eigentlich hier jetzt heute im Studio begrüßen dürfen.
Mein Name ist Thorsten Reif, ich bin 40 Jahre alt, bin eigentlicher Pfälzer. Das Studium hat mich auch hierher an die Saar verschlagen und habe dann gleich im ersten Studium im Football angefangen. Und das war dann auch der Grund, was mich hergehalten hat. Sprich, ich spiele seit 92 American Football, habe das 10 Jahre lang auch gemacht. Und mit dem Aufstieg damals in die erste Liga habe ich dann irgendwann gesagt, okay, es sind so viele Aufgaben nebendran, neben dem Spielfeld, das macht keinen Sinn mehr, jetzt auch noch auf den Platz anzutreten. Und habe dann aufgehört mit der aktiven Karriere und habe dann meinen Schwerpunkt nur noch aufs Drumherum gelegt. Wenn du jetzt ansprichst, so das Drumherum bei den Canes, was im Detail sind so deine Aufgaben, damit die Zuschauer sich da mal so ein Bild machen können? Gut, ich mache die laufenden Geschäfte der Saarland Hurricanes, das heißt Geschäftsführer. Sind natürlich einige Punkte, das heißt nicht nur die Betreuung der ersten Mannschaft, Verein umreißt einiges mehr. Wir haben eine sehr große Jugendabteilung, wir haben auch eine Cheerleader-Abteilung mit ihrer Jugend. Das heißt, alle kommen immer zu mir und wollen irgendwas, beziehungsweise es müssen natürlich auch die Sachen arrangiert werden, das muss auch zusammenpassen. Und sagen wir, die Koordination, das ist also mein Hauptding und teilweise auch mehr in die Tiefe reingehen, das heißt auch teilweise Sachen selbst mit bewerkstelligen. Also quasi so das Mädchen für alles, wenn man das mal so bezeichnet. So kann man es auch sagen, ja. Gut. Kurze Frage, wie lange bist du eigentlich schon in der Position? Du hast jetzt gesagt, du warst selbst früher aktiver Spieler. Seit wann ungefähr hast du dann gesagt, ich lege meine aktive Karriere nieder und fange jetzt an, den Verein im, sagen wir, administrativen Bereich nach vorne zu bringen? Das war kein so direkter Übergang. Also der jetzige Präsident, Joachim Klein und ich, wir machen das und jetzt seit 94 im Prinzip. Das heißt, seit dieser Zeit begleiten wir den Verein und haben die Sachen auch selbst mitbestimmt und in die Wege geleitet. Anfangs haben wir zusammen das Marketing überhaupt gemacht, das heißt, das generell mal den American Football auch bekannt machen, das heißt, Öffentlichkeitsarbeit gehörte dazu, Marketing akquirieren von Sponsoren gehörte dazu. Und dann kam immer eins zum anderen, kam immer mehr dazu, weil die ganze Geschichte Saarland Hurricanes ist natürlich auch wesentlich größer geworden. Wir haben jetzt fast 300 Mitglieder und mit dem Wachsen des Vereins sind auch die Aufgaben vielfältiger geworden. Genau sagen, seit wann ich jetzt nominell Geschäftsführer aller Aufgaben mache, kann man gar nicht. Also es sind schon ein paar Jahre, die da jetzt zusammengekommen sind. Also du hast dir im Prinzip dann irgendwann gedacht, nach deiner oder mehr oder weniger zum Ende hin deiner aktiven Karriere, ich bin dem Verein treu. Da hängt mir viel dran und ich möchte dem Sport auch weiterhin die Stange halten und ich möchte da, sage ich mir jetzt mal, im Geschäftsführerbereich oder im administrativen Bereich noch weiter tätig sein und dann den Verein dann über diese Schiene noch ein bisschen weiter voranbringen. Ja, es ging sogar ein bisschen weiter. Also die Identifikation mit dem Verein, die war schon sehr groß. Wenn man überlegt, in der BWL hat man früher immer gesagt, das Einzige, was du machen musst, du musst flexibel sein nach dem Studiumabschluss. Das heißt, dass du nicht irgendwo wegen der Familie dann örtlich gebunden bist. Vergiss Familie, Verein ist viel schlimmer. Ja, also ich war ein Jahr in Berlin und bin dann zu einem Vorbereitungsspiel zu den Canes gefahren und habe mir das angeguckt und habe mir auf der Tribüne überlegt, okay, du kündigst in Berlin und fährst wieder zurück nach Saarland und machst weiter in deiner Vereinsarbeit und schaust halt, dass du nebenbei irgendwo einen Job kriegst, dass du halt im Saarland bleiben kannst. Und ja, das hat mich einfach so gefesselt, weil ich auch selbst dabei war, wie die ganze Sache groß geworden ist. Deswegen ist das eine sehr große Identifikation und zu sagen, ja, dann wollte ich die Sachen bewegen, ab dem Zeitpunkt, weil ich die Karriere beendet habe. So genau war das gar nicht. Das war eigentlich vorher schon gewachsen. Weil du es angesprochen hast, beruflich ist es ja sicherlich jetzt nicht so, dass du mit dem Beruf als Geschäftsführer wirklich reich werden kannst. Also ich denke mal eher, es ist ein Hobby. Ein sehr aufwendiges Hobby, alles ehrenamtlich, ja. Und da würde mich mal noch interessieren, was eigentlich so dein Hauptberuf ist, sag ich mal, womit du deine Brötchen verdienst. Ja. Das ist eigentlich sehr artverwandt. Ich arbeite für die Grüne Fraktion im Landtag, hier im Saarländischen Landtag, bin da Organisationsreferent. Das heißt, alles das, alle Kontakte, die ich so und so schon während dem Football geknüpft habe, die kann ich jetzt auch leidlich nutzen, natürlich in der Position. Und ja, es sind sehr ähnliche Jobs, was das angeht. Gut. Wir haben jetzt einiges gehört schon zu den Canes, so mal einen kleinen Einblick schon gewonnen in den Verein, mal ein paar Vorab-Infos, damit unsere Zuschauer sich noch ein besseres Bild von dem Verein machen können, was da eigentlich so im Detail abgeht und welchen Bezug wir da zum Personalmanagement herstellen wollen, haben wir einen kleinen Beitrag für euch vorbereitet.
Footballspieler, die modernen Ritter der Neuzeit. 22 Mann in einer harten Schlacht um solch ein Lederei, Punkte und natürlich die Ehre auf dem Schlachtfeld. Auf Saarbrücken nennt solch ein Footballteam sein eigen. Selbstverständlich braucht ein solches Team auch einen Kopf, einer, der den Überblick behält, das Team leitet, führt und die Planung übernimmt. Eben einen Personalmanager. Wer hinter dem Erfolg des Bundesligisten steht, seht ihr in folgendem Beitrag. Das ist der Thorsten. Thorsten ist Head Coach und Personalmanager der Saarland Hurricanes. Damit das Team immer mit neuen Talenten verstärkt wird, führt Thorsten zu Beginn einer jeden Saison sogenannte Tryouts durch. Hier werden die neuen Spieler mit Hilfe verschiedener Leistungstests auf ihre Footballtauglichkeit überprüft. Wer den Anforderungen des Teammanagers genügt, schafft den Sprung in die Mannschaft. Darüber hinaus scoutet Thorsten regelmäßig Spieler aus den europäischen Football-Ligen, um diese bei Bedarf als Verstärkung nach Deutschland zu holen. Damit der Thorsten nicht ständig durch ganz Europa reisen muss, geschieht das Scouting zu Hause am heimischen PC. Klingt komisch, ist aber so. Damit die Spieler immer fit und optimal trainiert sind, erstellt Thorsten individuelle Trainingspläne, nach denen seine Jungs mehrmals in der Woche im Fitnessstudio trainieren. Selbstverständlich übernimmt er als Headcoach auch das Mannschaftstraining. Bei einem Kader von knapp 50 Spielern jede Menge Arbeit. Wirklich faszinierend und bemerkenswert, was man als Head Coach und Personalmanager eines Footballteams so alles leisten muss. Hiermit verabschiede ich mich aus dem schönen und verschneiten Ludwigspark und gebe zurück zu unserem Studiogast ins Studio. Ja, liebe Zuschauer, jetzt habt ihr mal so einen ganz kleinen Einblick darin bekommen, was personalmanagementmäßig so alles abgeht bei den Canes. Kurze Frage an dich, Thorsten. Hast du in dem Beitrag jetzt schon ein paar von deinen Jungs wiedererkannt? Bei jedem. Jeden von deinen Jungs. Auch bei dem Tryout waren jetzt ein paar neue Gesichter dabei. Sind die jetzt auch schon mit im Training mit dabei, oder? Da sind auch einige von den Jungs mit im Training dabei. Gut, ich war beim Tryout selbst auch da und habe mit jedem eigentlich auch gesprochen. Insofern habe ich die Gesichter schon erkannt. Also waren ein paar bekannte Gesichter waren dabei? Waren schon, ja, klar. Eigentlich wollten wir ja ein bisschen noch draußen was machen, haben wir gedacht, da als alter Footballspieler lassen wir es mal draußen ein bisschen krachen, werfen ein paar Bälle. Geht ja leider nicht, im Moment ist es ein bisschen kalt dafür, deswegen haben wir uns gedacht, spielen wir ein bisschen Playstation hier, haben direkt auch ein Footballspiel auftreiben können. Deswegen jetzt mal vielleicht eine kurze Partie, so 2-3 Minuten ein bisschen Football spielen, um mal zu zeigen, was du vielleicht noch so auch an der Konsole noch drauf hast. Du traust dich, ja? Ich traue mich da auf jeden Fall dran. Okay. Haben wir hier schon mal 2 Controller schon vorbereitet? Danke dir. Und legen dann auch direkt los. So, das haben wir jetzt hier, haben wir unsere Teamauswahl. Du bist der rechte Spieler. Ich sehe schon, du hast die Cardinals ausgewählt. Ja, natürlich, ja, habe ich die Cardinals. Favorite Team. Muss sein. Ich habe die San Diego Chargers ausgewählt. Muss mal gucken, wer hier gewinnt. Gut, in den NFL-Playoffs sieht es ja im Moment so aus. Die Cardinals haben die erste Runde gut überstanden, haben gut gewonnen. Gegen wen haben sie gespielt? Die haben in Atlanta gewonnen. Nee, gegen Atlanta. Zu Hause gegen Atlanta. Genau, gegen die Atlanta Falcons. Ging, glaube ich, knapp aus, aber... Aber war ein souveränes Spiel. Souveränes Spiel von den Cardinals. Ja, und seit dem Sommer sind wir ja auch ein bisschen verbandelt mit Arizona insofern. Gibt es da auch eine engere Beziehung vom Verein jetzt, oder? Ja, genau. Ein Trainer von den Arizona Cardinals war im Sommer hier und hat mit uns ein Trainingslager eine Woche lang gemacht. Record Ride. Das war natürlich schon eine super Sache. So, jetzt
muss ich hier mal einen Spielzug auswählen. Vielleicht für die Zuschauer zu Hause mal eine kurze Erklärung. Wir haben jetzt hier die Kick-Off-Situation. Das ist im Prinzip wie der Anstoß beim Fußball. Da wird jetzt das Spiel eröffnet. Ich habe Kick-Off. Gucken, was dabei rauskommt. Und der Thorsten, der muss den Ball jetzt hier retournieren. Das heißt, so weit wie möglich in meine Hälfte zurücktragen. Aber da werden wir ihn gleich dran hindern. Ah, da direkt. Dicker Tackle. Geht nicht viel, ne? Ja, gut, okay. Bisschen magerer ist Beginn, würde ich sagen. Ist nur der Anfang. Jetzt kommt erstmal meine Offense mit dem Pass. Das ist dann schon... Lass dich überraschen. So. Schauen wir mal, was jetzt hier gespielt wird. Nehmen wir so eine Passverteidigung. Gucken, ob wir damit Erfolg haben. Ach, du meinst, ich spiele jetzt wirklich Pass direkt? Ich spekuliere mal drauf. Ja. Ah, gut, und direkt gut angetäuscht. Ein Pitch über rechts, also ein Laufspielzug und direkt auch ein First Down erzielt. Also guter Beginn für dich, würde ich sagen. Ja, so ist das halt. Ne? Man muss immer ein bisschen faken vorne drin. Immer ein bisschen den Gegner irritieren. Und immer für das Ungewöhnliche. Haben wir ja im Football hat man das ja wohl öfter, ne? Das ist ja... Ja, das ist elementar. Also das ist ja schon ein Strategiespiel. Und das heißt nicht umsonst Schach auf Rasen. Also genau darum geht's. So, was haben wir jetzt hier? Oh, jetzt kommt der Pass. Und ja, kläglich gescheitert. War ja fast zu erwarten, ne? Das war der Wind. Jetzt war es der Wind. Mal gucken. Vielleicht auch für unsere Zuschauer noch mal kurz zur Erklärung. Beim Football ganz wichtig ist es, die 10 Yards zu überbrücken, die sind jetzt hier oben mit der orangen Linie eingezeichnet. Da muss der Thorsten hin und ich habe ihn gerade erfolgreich daran gehindert. Ja. Dafür hat er insgesamt 4 Versuche Zeit. Jetzt ist er aber schon bei seinem, ich muss gerade mal schauen, beim dritten Versuch. Dritter und 11, das heißt, er hat noch 11 Yards zu gehen. Hat dafür nur noch 3 Versuche. Nur noch 2. Ja, stimmt, nur noch einen. Ja, noch, wenn du den vierten auch noch machst, dann hast du noch 2 Versuche. Gucken, ob wir was dabei rauskriegen. Pass. Ja, das war mir doch klar. Ich kriege jetzt gerade das Zeichen von der Regie, dass wir hier unterbrechen müssen schon, leider. Aufregendes Spiel schon mal soweit. Müssen wir, glaube ich, nachher noch fortsetzen, nach der Sendung. Gerne. Und ich würde dich jetzt mal hier einfach als Sieger der Herzen zumindest erklären, auch wenn du jetzt keine Punkte gemacht hast. Aber wir haben gesehen, im Football, da geht es schon ganz schön zur Sache. Nach dem PlayStation-Spiel würde ich sagen, noch ein bisschen Smalltalk. Was mich jetzt persönlich noch interessieren wird, ist, wie sieht die Akquisition oder die Akquirierung von Spielern bei euch eigentlich aus? Also wir kennen das jetzt ja zum Beispiel aus dem Fußball. Da gibt es dann Sichtungsturniere oder Trainingslager, wo Trainer dann extra hinfahren und sich Spieler und neue Talente anschauen. Aber wie ist es im Football? Gibt es das im Saarland jetzt auch bei den Canes oder wird es da anders gehandhabt? Also eins mal vorweg, American Football ist immer noch eine Amateursportart. Das heißt, ich sag mal, vergleichbar mit dem Fußball, so ist es nicht, dass man da riesen Scout-Systeme hat. Jeder Verein scoutet seine Leute selbst. Klar, die Trainer melden, geben Rückmeldungen an den Verein oder an die Vereinsführung, beziehungsweise bei uns ist der Trainer auch selbst mit involviert, wo eine Schwäche ist und dann wird schon geschaut bei den umliegenden Vereinen, wo was möglich ist. Wir sind jetzt nicht in der Lage, schon allein aus finanziellen Mitteln zu sagen, der Spieler aus Düsseldorf oder der Spieler aus Berlin, der gefällt uns, der passt zu uns, den könnten wir gar nicht hier runterholen. Ja. Das heißt, wir müssen das Ganze im aktiven Bereich, also schon auf die Region, beschränken. Besonderheit bei den Saarland Hurricanes ist natürlich, dass wir der einzige Verein im Saarland sind. Insofern müssen wir schon ein bisschen weitergehen, haben da einen kleinen Nachteil im Vergleich zu Vereinen in Ballungsgebieten, wo der Football doch teilweise sehr stark ausgeprägt ist mit sehr vielen Vereinen. Aber auf der anderen Seite haben wir dadurch natürlich alle Kräfte auch komprimiert bei uns. Und das hat auch seine gute Seite, dass wir halt der einzige Verein sind. Demzufolge ist es also so, der Coach schaut sich schon bei uns in der Liga rum. Wenn es interessante Spieler gibt, führt man im Herbst mit denen Gespräche und versucht vielleicht beruflich irgendwelche Möglichkeiten zu bieten. So kann man dann den einen oder anderen doch an die Saar holen. Ansonsten ist es Buddy-Business, ist ganz klar. Und das fängt schon in der Jugend an, das fängt bei Events an, im Sportstudio, egal bei welcher Gelegenheit. Wenn das Gespräch auf American Football kommt und da ist einer interessiert, wird er direkt angehauen. Wir haben also speziell Visitenkarten zum Akquirieren, die werden wir dann auch immer direkt rausgeben. Muss also im Prinzip immer omnipräsent sein auf großen Veranstaltungen, ja. Messen und so weiter und im Prinzip versuchen, auch überall
Leute zu akquirieren, um einen entsprechenden Pool dann vielleicht auch zu haben, wo man Leute dann oder entsprechende Talente auch herausziehen kann, sich ranziehen, auch vielleicht in der Jugend zum Beispiel und dann später dann die Talente dann vielleicht auch den Sprung schaffen in die erste Mannschaft. So ungefähr. Wie ist die Konkurrenz so zum, ich sag mal, zum Hauptsport in Deutschland, zum Fußball? Ist sicherlich schwierig, dagegen anzustinken, sage ich jetzt mal so auf Neudeutsch. Sobald du an einem Talent dran bist, das im Fußball also auch sehr gut ist und da Perspektiven hat, ist es natürlich schwierig, da kannst du eigentlich nichts machen. Denn richtig große Talente im Fußball haben schon Perspektiven im beruflichen Bereich, ist klar. Aber ansonsten sind wir, dadurch, dass wir auch die Alleinstellung haben und dadurch, dass American Football halt schon eine hippe Sportart ist, haben wir gar kein Problem mit dem Nachwuchs. Also da kommen die Leute wirklich zu uns, da ist also mit Akquirieren, so wie im Erwachsenenbereich, ist es eigentlich gar nicht nötig. Da haben wir einen riesen Zulauf, zumal wir dann auch auf dementsprechenden Veranstaltungen sind. Ich sage nur, Hallberg Open Air waren wir dieses Jahr mit einem großen Stand, mit Bühnenpräsenz. Da ging es schon gut ab, da haben wir guten Zulauf gehabt. Gut. Da wir jetzt schon beim Fußball sind, so kurz angeschnitten, möchte ich auch gleich überleiten zu unserem nächsten Beitrag. In dem Beitrag geht es dann um das Personalmanagement, beziehungsweise im Speziellen um die Personalentwicklung beim ersten FC Kaiserslautern. Und dazu haben wir einen kleinen Beitrag für euch vorbereitet. Hier tummeln sie sich, die Nachwuchshoffnungen des 1. FC Kaiserslautern. Die Jungs aus dem Nachwuchsleistungszentrum des 1. FCK haben alle ein Ziel, Fußballprofi zu werden. Doch dafür müssen sie hart an sich arbeiten. Der Verein hat ihnen dazu optimale Voraussetzungen geschaffen. Ich denke, die Möglichkeiten, die der FCK den jungen Talenten bietet, ist überdurchschnittlich gut. Ja, wir haben tolle Rasenplätze, ja, wir können eigentlich ganzjährig uneingeschränkt trainieren. Wir haben 2 Kunstrasenplätze, wir haben den Fahrdienst eingerichtet, die Kabinen, alle Anlagen sind eigentlich auf dem Top-Stand. Ja, wir haben Möglichkeiten mit Videoanalyse, wir haben Testkriterien wie Schnelligkeitstraining, das können wir alles hier durchführen. Also ich denke, wir sind hier auf einem sehr guten Stand. Alexander Reit kam 2007 von Werder Bremen ins Nachwuchszentrum an den Betzenberg. Die Bedingungen in Kaiserslautern haben ihn überzeugt. Doch auch er weiß, dass er viel Konkurrenz und einen steinigen Weg vor sich hat. Die Konkurrenz ist hier riesig. Ich sage mal so, wir haben circa in der Jugend haben wir über 100 Spieler, sage ich jetzt mal, die das gleiche Ziel haben wie ich, Profifußball zu werden. Und ja, man hat hier alle Möglichkeiten, um was aus sich zu machen. Wie jetzt hier, wie ich hier im Kraftraum oder sei es draußen auf den Plätzen. 4 Plätze, super Plätze und das ganze Umfeld, das stimmt eigentlich. Die Mitspieler sind alle in Ordnung, obwohl sie das gleiche Ziel haben und das bringt einen weiter. Einer, der den Sprung zu den Profis geschafft hat, ist Sascha Kotisch. Neben ihm sind auch Tobias Sippel, Sebastian Reinhardt und Marcel Ziemer diesen Weg gegangen. Der 20-jährige Kotisch weiß, dass auch oft eine Portion Glück dazu gehört und es manchmal ganz schnell gehen kann. Da war ich auch noch A-Jugendspieler, das zweite Jahr. Und da war schon eingeplant für die Amateure und dann waren oben Verletzungspech für manche und auch Gelbsperren. Und da war ein bisschen Not in der Abwehr da und da kam dann der Anruf von Wolfgang Wolf, ich soll bei den Profis mit trainieren und auch dann beim ersten Spiel in Jena mit dabei sein. Und dann ging das alles ganz schnell, dann bin ich eigentlich das ganze Jahr oben dabei geblieben, habe dort mit trainiert und habe dann auch meine Spiele gemacht. Ja, wir haben also schon einige Spieler oben im Profikader dabei, ja, Tobias Sippel, ja. Ist im Tor, ja, Kevin Trapp steht auf dem Sprung, Basti Reinhardt, Marcel Ziemer, Sascha Kottisch, ja, Sascha Kottisch hatte ich selbst noch in der B-Jugend, der hat hier die B-Jugend durchlaufen, ist dann 2 Jahre durch die A-Jugend gegangen, hat sich über die Amateurmannschaft dann in den Profikader reingekämpft. Also die Möglichkeiten für gute Spieler, die ist absolut gegeben, ja, es ist auch eine gewisse Durchlässigkeit da, ja, der Cheftrainer legt großen Wert auf die Spieler, auch aus den eigenen Reihen, ja, er informiert sich immer. Also ich denke, eine Durchlässigkeit bei uns ist wirklich im Moment sehr gut. Auch in Verbindung mit unserem Leiter Frank Lelle, ja, diese Verbindung Frank Lelle, Stefan Kunz ist eine ganz enge, also das kommt sicherlich auch den Spielern zugute. Allerdings müssen sie nach wie vor Top-Leistungen bringen. Der 1. FCK hat optimale Möglichkeiten für Nachwuchskräfte geschaffen, doch für diese ist es ein harter Kampf.
Wo der Weg jedes Einzelnen hinführen wird, ist derzeit noch offen. In Sachen Personalentwicklung höchst professionell, was wir gerade gesehen haben, aber bei einem Fußball-Bundesligisten auch eigentlich nicht anders zu erwarten. Jetzt die Frage an dich, Thorsten, wie sieht's eigentlich im American Football aus, speziell jetzt bei den Saarland Hurricanes? Finden wir da genau die gleichen Strukturen wie beim FCK oder ist es eher ein bisschen weniger? Ja, der Profifußball macht uns schon vor, wo der Weg hingehen soll. Also wir wären froh, wir wären soweit, aber wir wollen schon in so eine Richtung gehen, das ist ganz klar. Aber A, haben wir keinen eigenen Platz, ganz zu schweigen von 4 Rasenplätzen. B, ist es natürlich auch schwierig mit Kraftanlagen und sowas, also Sportstudio. Aber wir müssen uns da halt behelfen. Wir haben einen eigenen einen Platz, der soll in naher Zukunft auch umgebaut werden zum Rasenplatz. Es ist also noch ein Brascheplatz, den wir von der Stadt angepachtet haben. Aber dann haben wir wenigstens darauf schon mal Zugriff. Und wenn wir dann einen Rasenplatz haben, dann sind wir da eigentlich auch in einer sehr, sehr guten Position. Wir haben verschiedene Vereinbarungen mit Sportstudios, dass unsere Mitglieder da trainieren gehen können. Also insofern sind wir schon nah dran. Und klar, aber mit dem Fußballbereich, mit dem Profibereich kannst du es noch nicht vergleichen, ist klar. Vielleicht aber auch im Bereich Zuschauer. Gibt es da eventuell Möglichkeiten, mit dem Fußball zu konkurrieren? Oder ist da auch so, dass die Zuschauerzahlen doch bedeutend geringer sind, als wir es jetzt zum Beispiel aus Fußballstadien gewöhnt sind, wo wir gut und gerne mal 30.000 Leute im Stadion haben? Und ich meine, der Ludwigspark würde es ja hergeben. Das ist ja euer Heim, euer Zuhause, sage ich mal, wo ihr eure Heimspiele austragt. Wie gut ist der gefüllt? Begrüßt ihr da wirklich dann 30.000 Leute, die dann das Stadion füllen, oder sind es dann doch ein paar weniger? Nein, es sind natürlich weniger noch. Ich sag noch, es sind weniger. Wir haben unsere Zuschauer alle auf der Haupttribüne gesammelt. In Spitzenzeiten hatten wir pro Spiel 1500 Zuschauer. Das war in der ersten Liga zu dem Zeitpunkt, als wir aufgestiegen sind. Momentan dümpelt es eher so bei 500, 600 Zuschauern rum, aber auch wieder Tendenz steigend, denn jetzt in der zweiten Liga gewinnen wir wieder mehr Spiele. Und wenn wir Spiele gewinnen, macht es auch mehr Spaß zuzuschauen. Denn American Football ist einfach eine Veranstaltung, da ist der Spaß ein wesentlicher Faktor. Das kann man halt nicht so vergleichen mit dem Fußballspiel, da geht es halt ganz anders zur Sache. Und im Football wird halt viel Party gemacht. Und die Möglichkeit, dass das Potenzial da ist in Deutschland, hat die NFL Europe gezeigt. Die haben natürlich mit einem wahnsinnigen Aufwand, mit einem vor allem hohen finanziellen Input, da wirklich viele Zuschauer generiert. Die haben 30.000, 40.000 Zuschauer regelmäßig gehabt. Auch das Endspiel um die deutsche Meisterschaft hatte über 20.000 Zuschauer. Also Publikum ist da und wenn wir sie alle ansprechen können, dann sind wir auf dem Weg dahin. Und ich würde den Job auch nicht machen, wenn ich nicht irgendwo die Vision habe, dass wir irgendwann mal das Stadion noch voll haben. Was du jetzt gesagt hast, ist natürlich auch immer mit einem, sag ich mal, gewissen finanziellen Aufwand verbunden. Inwiefern kann der Verein das durch Sponsoring und andere finanzielle Zuschüsse die ganze Geschichte stemmen? Also ich meine, da kommen ja auch gewisse Kosten auf den Verein zu. Also jetzt speziell dann, was machen Sponsoren bei euch aus? Ja, also wir haben so und so schon einen recht hohen Bedarf an finanziellen Mitteln, schon allein um die Saison bewerkstelligen zu können. Man muss immer 50 Leute zu den Spielorten bringen. Wir reisen in ganz Deutschland durch die Gegend mit den Bussen. Das heißt, das muss erstmal überhaupt abgedeckt werden von Sponsoren. Einnahmen sind bei uns, machen bei uns so 30-40% des Etats aus. Wir stecken auch nicht alle Sponsoren rein in die erste Mannschaft, sondern in den gesamten Verein. Also Sponsoren sind wichtig bei uns. Gut, ich würde sagen, erstmal an dich, Thorsten, recht herzlichen Dank, dass du da warst. Wir müssen leider schon zum Ende der Sendung kommen. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, dich hier heute im Studio begrüßen zu dürfen. Ein super Einblick in den Sport American Football konnten wir gewinnen. Ich verabschiede mich hiermit von unserer Stelle aus dem Orga-TV-Studio. Freut euch schon mal auf nächsten Mittwoch, da wird es höchst interessant. Was genau im Detail gezeigt wird, verrate ich euch noch nicht, da müsst ihr dann einschalten. Wieder zur gleichen Zeit, 18.18 Uhr, Uni-Fernsehen Saarbrücken. Viel Spaß euch noch.